L1 vereinigt L2. Da kommt also irgendwie raus, ja, was ist das? Das ist im Prinzip die Menge aus diesen beiden Elementen hier, L1, L2. Fangen wir mal mit BB an. Das ist das Element, was wir hier haben. Aus L2 kommt ein A. Hier kommen im Prinzip beliebig viele As. Mindestens ein A, aber beliebig viele. Und hier kommen mal die beiden Elemente AA und BB dazu. Also das ist irgendwie nicht sonderlich spektakulär. A hoch 3 und so weiter. Die zweite Menge ist auch nicht sonderlich spektakulär. Im Prinzip genau das gleiche, nur mit Bs. Ja, auch da haben wir AA, dann haben wir 1B, 2B, B hoch 3 und so weiter. Was kommt denn bei 3 raus? L1 gesternt, geschnitten mit L2. Also, das ist die Menge aller Worte. A hoch 2N mit N größer gleich 1. Die Menge aller geradzahligen As. Durch L2 haben wir beliebig viele As und der Schnitt mit L1 gesternt heißt, wir können ja hier sozusagen beliebig viele Vorkommen dieser beiden Wörter. Ja, und durch den Durchschnitt kicken wir alle Vorkommen von B da raus. Analog dann natürlich bei dem vierten. Das gleiche mit B hoch 2 n, n größer 1.